In der Regel ist Ende Mai bis Anfang November jeden Jahres in Küstennähe mit einem besonderen Phänomen zu rechnen. Dann nämlich, wenn Millionen von Makrelen in die Fjorde einfallen. Auf ihren Raubzügen nach Futterfisch schnellen die Skombos Kombos bis in knietiefe Uferregionen und bringen das Wasser zum Kochen. Dann ist es einfach, sie von Land aus mit leichtem Geschirr zu erwischen. Die Makrele ist wohl, neben dem Hering, einer der bekanntesten Fischarten und man bezeichnet sie als kleinsten Thunfisch der Welt. Denn ebenso wie ihr großer Verwandter fehlt ihnen die Schwimmblase. Dadurch sind sie in der Lage, insbesondere auf der Flucht vor ihren Fressfeinden, den Dorschen, Tümmlern und Schweinswalen, schnell in tieferes Wasser abzutauchen. Wenn Makrelensaison ist, besteht mit Beifangsystemen die Schwierigkeit, in tiefere Regionen zu fischen. In unseren Fischgründen stehen die Makrelenschwärme von der Oberfläche bis zu 50 Meter Tiefe und schnappen nach allem, was sich bewegt. Man kommt also kaum runter. Und wenn sie einmal nicht da sind, dauert es meist nicht länger als 5 Minuten und sie hängen wieder zappelnd am Haken. In unserer Fangstatistik fehlen sie ganz, da wir sie aufgrund der immensen Menge nicht korrekt zählen konnten.